Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier bei Longboarding Germany. Und heute mal wieder ein 5-Fehler-Video. Nachdem das erste Video davon so gut angekommen ist, dachten wir uns, okay, offensichtlich machen die Leute viele Fehler. Und dann müssen wir einfach noch ein zweites produzieren. Und hier ist es nun. Und dann wollen wir auch schon anfangen. Das erste Video ist auf jeden Fall auch oben in der Ecke verlinkt. Und los geht's. Fehler Nummer 1! Der erste Fehler, den sehr viele Anfänger machen, ist, dass sie ganz viele Sachen auf einmal lernen wollen. Die sehen das in einem Video, dann gehen sie ins Skatepark, sehen den das machen und finden das alles cool und möchten dann am besten alles selber schnell nachmachen und versuchen deshalb alles Mögliche zu machen aus allen Bereichen und erzielen aber nicht wirklich Erfolge. Es ist wirklich wichtig beim Skaten und auch Longboarden, dass man, wenn man einen Trick probiert und den auch schaffen möchte, wirklich dran bleibt und immer wieder den gleichen Trick macht, bis er funktioniert. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Ollie üben möchte und den dann eine Weile übe und dann aber zwischendrin mal irgendwas komplett anderes mache, fällt mir der Ollie danach wieder ein bisschen schwerer. Also man sollte wirklich sich auf ein was konzentrieren oder auch spezialisieren. Also zum Beispiel auch uns ging es schon mal so, wir haben ja dann uns irgendwie mehr oder weniger aufs Downhill und Freeriden spezialisiert und eben die anderen Sachen erstmal außer Acht gelassen. Und jetzt, wo ich sagen kann, okay, ich kann das ein oder andere, habe ich mir eben jetzt das Sidewalker geholt und probiere mal ein paar Tricks. Und damit kommen wir eigentlich echt gut zurecht. Das Gute daran, wenn man sich Gedanken macht, was man wirklich gerade lernen möchte, ist vor allem, dass man auch die entsprechende Hardware dazu kauft. Wenn ich jetzt einfach nur irgendwelche Sachen wild durcheinander lernen möchte, dann habe ich meistens für die ein oder andere Sache nicht das ideale Board. Wenn ich aber weiß, okay, ich möchte jetzt nur ins Skatepark oder ich möchte jetzt nur auf dem Hang, dann kann ich mir auch dafür ausgerichtete Hardware kaufen und bin dann demzufolge besser ausgerüstet und lerne die Sachen auch schneller. Junge, der einzige echte Fehler, den man beim Longboarden machen kann, ist unseren Kanal nicht zu abonnieren, ey. Fehler Nummer 2. Oh damn. So, der zweite Fehler, den sau viele Anfänger wirklich machen, ist billig zu kaufen. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass man unbedingt das teuerste von allem haben muss, aber häufig ist es, wie auch bei vielen anderen, wer billig kauft, kauft zweimal. Gerade wenn ihr jetzt schon vielleicht euer erstes Board habt und dann mal überlegt, ja, ich kaufe mir noch eine neue Achse oder so, weil die sich scheiße lenkt, oder neue Rollen, weil die nicht so gut rollen, dann sucht da wirklich und nehmt nicht das erste, was jetzt günstig ist und irgendwie eine coole Farbe hat und ihr findet, das passt zu euch, sondern sucht wirklich ein bisschen, informiert euch, guckt ein paar Tutorials, vielleicht auch auf YouTube, wir haben ja auch einiges dazu gemacht, was wirklich gut ist. Wie gesagt, das muss nicht das teuerste sein, aber das sollte jetzt auch nicht von Amazon die erste Rolle für 14 Euro sein, weil das ist dann meistens schlechte Qualität. Da gibt es viele Faktoren, die das beeinflussen, aber man merkt das dann im Gesamtpaket im Vergleich schon, dass das schlechter ist. Also schaut da wirklich, dass ihr euch nicht das Billigste vom Billigsten holt. Das lässt sich natürlich auch auf Komplettboards verallgemeinern. Viele, die da günstig sind, also so, ja, das fängt schon bei 30 Euro an, geht bis 50, 80 Euro. Das sind dann wirklich häufig sehr schlechte Boards, die keine gute Qualität haben. Das mag man am Anfang als Anfänger nicht merken, aber im Vergleich merkt man das schon, weil immer wieder welche schreiben, ja, die fuhren sich doch ganz gut. Ja, wenn man den Vergleich nicht kennt, dann fährt sich das vielleicht wirklich gut, aber wenn man dann mal auf einem besseren, ein bisschen teureren Brett gestanden hat, wo man ein bisschen mehr investiert hat, dann merkt man, das ist besser. Das heißt, informiert euch da und kauft nicht immer gleich das Billigste. Ah, Fehler Nummer 3. Nachdem wir euch gerade davon abgeraten haben, billig zu kaufen, kommt jetzt genau das Gegenteil. Denn bei Kugellagern gibt es eine kleine Ausnahme. Da solltet ihr nämlich wirklich, naja, das Günstigste vom Günstigen kaufen, nämlich Industriekugellager. Wir wissen, und wir haben auch schon ein paar Videos darüber gemacht, und es wird immer wieder in den Kommentaren geschrieben von Leuten, die wirklich überzeugt sind, dass Keramikkugellager oder auch Titankugellager und was es da nicht alles gibt, besser sind und dass sie ja länger halten, sich besser drehen oder was auch immer da alles geschrieben wird. Und das ist vielleicht im ganz Kleinen so, aber der große Unterschied, der existiert einfach nicht. Und ihr kommt mit Industriekugellagern so weit, wir beide, also ich und Basti, wir fahren nur noch Industriekugellager und das auch wirklich über sehr lange Zeiträume dieselben. Und wir hatten noch nie Probleme damit, uns ist noch nicht mal irgendwie eins zerbrochen oder so. Und deshalb spart wirklich da auf jeden Fall. Kauft euch lieber geilere Rollen und dafür Industriekugellager. Wir verlinken euch das Video, was wir zu Industriekugellagern gemacht haben, auch gerne nochmal hier oben in der Ecke. Und in der Beschreibung von dem Video findet ihr dann auch, wo ihr das ganze Zeug herkriegt. Fehler Nummer 1, 2, 3, 4. Der vierte Fehler ist, dass viele Leute ihren Achsen später überhaupt keine Beachtung mehr schenken. Viele denken wirklich, die Achsen sind so wie sie sind, man kann da nichts mehr dran verändern. Aber das ist wirklich fatal, denn die Achsen machen sehr viel für euer Fahrgefühl aus.
Und ihr müsst bedenken, die Achsen sind irgendwie eingestellt für irgendeinen Durchschnittstypen, den es aber gar nicht gibt in der Realität eigentlich. Also jeder Mensch ist ja unterschiedlich, das heißt, jeder braucht eigentlich anders eingestellte Achsen. Das heißt, es ist wirklich wichtig, an seinen Achsen ein bisschen rum zu experimentieren. Das kann man am Anfang machen, dazu braucht man am besten ein Skate-Tool oder einen 14er Schraubenschlüssel, indem man einfach ein bisschen an der Achsmutter lockerer oder fester dreht oder indem man sich neue oder andere Lenkgummis kauft. Dort kann man sich dann zum Beispiel weichere Lenkgummis holen oder härtere Lenkgummis, je nachdem, ob man vielleicht das ein bisschen weicher einstellen möchte, weil man jetzt leichter ist so als der Durchschnittstyp, für den das Board eigentlich gedacht ist. Oder man ist schwerer, dann möchte man sich vielleicht lieber härtere holen, weil das Brett sonst total hin und her wackelt die ganze Zeit. Und das macht wirklich sehr viel beim Fahrgefühl aus, dass sich das besser anfühlen kann. Gerade bei auch günstigen Achsen oder Boards sind häufig sehr günstige Lenkgummis verbaut, die sich dann nicht schön fahren. Und da kann das viel helfen, indem man da mal ein bisschen ausprobiert, sich wirklich mal neue holt, vielleicht auch ein paar neue, dass man gleich ein bisschen ausprobieren kann. Muss man natürlich ein bisschen was investieren, aber zum Beispiel von Sunrise gibt es da recht günstige Bushings und da kann man sich so ein bisschen ausprobieren, was einem wirklich Spaß macht beim Fahren, was für den Fahrstil zutrifft. Und ein Video, wie man das richtig einstellt oder auch die Bushings austauscht, verlinke ich euch hier oben nochmal. Fehler Nummer 5. Der fünfte und damit letzte Fehler ist, dass viele Anfänger, und das ist uns wirklich auch schon sehr oft selber aufgefallen, sich einfach nicht trauen, andere Skateboarder, Longboarder anzusprechen. Denn andere anzusprechen gibt nicht nur ein cooles Gefühl von einer schönen Community, sondern es hilft vor allem auch jedem Einzelnen weiter. Denn man kann sich sonst was wie viele Tutorials auf YouTube angucken und manche davon sind wahrscheinlich sogar wirklich hilfreich, aber am besten lernt man immer mit Lehrer. Und wirklich, wenn ihr jemanden habt, den ihr kennt aus eurem Freundeskreis oder wenn ihr jemanden seht in einem Skatepark oder auch an einem See, an irgendeiner Straße, der longboardet und das gefällt euch, was der macht, dann sprecht ihn doch einfach mal an und versucht euch ein paar Dinge von dem abzugucken, lernt wirklich miteinander, zusammen macht das Boarden auch immer viel mehr Spaß und man ist auch wirklich viel schneller, viel besser, wenn man jemanden hat, der einem Dinge vormachen kann und der einem vor allem auch persönliche Erfahrungen zeigen kann und nicht nur so die stumpfe Theorie erklärt. Und deshalb sucht euch Leute, sprecht miteinander, abgesehen davon, dass andere euch sehr viel beibringen können, pusht einen das natürlich auch extrem, wenn man zusammen ist und irgendwas schafft und der andere sich dann freut, dass man es geschafft hat und dann kann man sich so gegenseitig da reinsteigern oder auch kleine Challenges machen und dann funktionieren Dinge auch viel schneller. Das wollen wir ja auch am besten erreichen, dass wir einfach so eine kleine Community aufbauen, mit denen wir dann zusammenfahren können und von denen wir auch was lernen können. Und deshalb macht das auf jeden Fall, das liegt uns am Herzen und es hilft euch weiter. Und wenn ihr uns mal irgendwann mit unseren Boards fahren seht, dann sprecht uns auf jeden Fall gerne an. Uns haben auch schon ein paar Kommentare erreicht, dass wir mal gesehen wurden. Und wir haben auch sogar schon mit einem Abonnenten gesprochen, der uns erkannt hat. Sprecht uns auf jeden Fall an, wir freuen uns da riesig. Also wir haben richtig Bock, mal mit anderen zu skaten. Wir wollen auch in Zukunft wahrscheinlich mal ein kleines Treffen machen. Und es macht immer sehr, sehr viel Spaß, mit anderen Leuten, mit neuen Leuten zu skaten. Deshalb traut euch, wir beißen nicht. So, das waren 5 Anfängerfehler Teil 2. Dieses Video endet genauso, wie der erste Teil begonnen hat, auf einem Stein sitzend. Und vergesst auf jeden Fall nicht, unser Instagram-Account Longboarding Germany abzuchecken. Da kommen immer wieder neue, coole Bilder. Mit dem Hashtag Longboarding Germany könnt ihr auch eure Bilder versehen. Dann nehmen wir die vielleicht auch mal in ein Video rein. Und schaut doch mal in der Beschreibung, da ist unser T-Shirt-Shop verlinkt. Falls euch da ein Motiv anspricht, könnt ihr da mal reingucken. Das war's mit dem Video. Bis dahin. Ciao.